Einen wunderschönen, ja, willkommen zu einer weiteren Folge von Abduction. Wir sind hier in einer Welt gelandet durch irgendein Wesen-Ding, keine Ahnung, was Teile der Erde hier anscheinend in so einer Art Alien-Welt, in so einer Glaskuppel verpflanzt hat. Und die Leute hier, bis auf eine Person, die wir in der letzten Folge getroffen haben, scheinen alle schon verstorben zu sein. Ich muss mich hier mit den Geräuschen gerade ein bisschen arrangieren. Scheinen alle gestorben zu sein. Und ja, wir stehen hier ein bisschen gerade alleine da, weil wir nicht wissen, wie und wo es weitergeht. Wir sind von dort letztens gekommen, waren hier in dem Haus, sind hier ein bisschen lang gelaufen und hatten dann hier diese Laserstrahlen oder was auch immer das ist gesehen. Die Schienen hier sind sowieso da. Und hier startet immer diese Musik. Da hinten ist ein Lebensbaum, da kommen wir aber auch nicht weiter. Lebensbaum insofern, weil das uns gesagt wurde. Und die Person, die wir getroffen hatten, die war hier irgendwo. Kann das sein, dass das eine Art Sicherungsmaßnahme ist hier, dieser blaue Laser? Dass dann vielleicht nicht alle durchkommen dürfen? Jedenfalls hier drüben ist der Typ, der gesagt hat, ja, besorg mal Strom. Und wir gucken jetzt uns erstmal die Sache hier unten an. Da ist nochmal ein... Der Wasserfall, okay. Padova Ecosystem here is our supply of water. It is supplied as a natural process of the system itself. Okay. I don't really understand how. Although the entire system is very closely tied together. The fact that one of the most important necessities of life has been provided to us has led many to believe that this place has a purpose. Okay. Others attribute a complex natural process which we one day hope to understand. Either way, we are glad to have all the water we need. Das kann ich mir vorstellen, aber zurzeit läuft der Wasserfall gar nicht, weil das Ding da oben zu ist. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier hinten? Wir haben hier einen Hebel. Was würde der Hebel machen? Wenn wir den umlegen, wird das Seil gezogen. Und wenn es gezogen wird, lasst uns mal schauen. Zieht es irgendwo da oben? Verstehe ich gerade nicht so, aber vermutlich, damit hier vielleicht das durchschwimmen kann. Da drüben ist nochmal eine Tür, aber wir machen mal hier den Hebel aktiv, beziehungsweise... Ah, habt das gesehen? Damit wird diese Sperre da oben... Da ist noch ein Hebel... Und der ist wo auch immer verbunden. Und das sind die Stromleitungen. Wir hatten ja die Aufgabe bekommen, Stromleitungen zu setzen. Vermutlich... jetzt wird spannend. Da ist das. Was der Hebel macht, wissen wir erstmal nicht. Wir gucken mal hier drüben. Hier ist schon wieder eine Tür. Ein Eimer. Nichts drin. Ah, war klar. War sowas von klar, dass das alles zu ist. Hier können wir gar nichts. Ah, doch. Wir probieren mal, ob das hier irgendeine Relevanz hat. Mit dem Hoch und Runter. Nee, hat keine Relevanz. Wie kommen wir denn da auf die andere Seite? Spiel hat an einigen Stellen ein bisschen mit der Framerate zu kämpfen.
Nee, ist auch nichts. Wir können auch nicht ins Wasser. Und scheinbar brauchen wir den Wasserfall. Kann das vielleicht das Rätselslösung sein? Wir brauchen den Wasserfall, weil wahrscheinlich der die Energiequelle ist. Die Frage ist nur, wenn ich mir das hier angucke, müssen wir dann da irgendwie hochkommen. Was wir uns hier noch nicht angesehen haben, ist, ich mal durch, was auch immer das ist. Da ist ein Fahrstuhl, da kommen wir noch nicht weiter. Da ist der Typ. Und hier sind wir noch nicht weitergegangen beim letzten Mal, weil ich wollte mich noch nicht so dolle verlaufen. Aber jetzt haben wir gar keine andere Möglichkeit. Okay, der funktioniert wenigstens. Hier ist dann noch ein bisschen kleiner Wasserfall. Irgendwo flattert gerade so ein Ding weg oder so. Ah, hier oben geht's weiter. Sehr schön. Da geht's bloß zu einer Tür und zu diesem Laser. Ach, der ist an dieser Wand, an der Barriere ist der ausgerichtet. Okay. Wir gucken mal hier, ob wir hier zu dem Wasserfall kommen. Mit ziemlicher Sicherheit. Hier drüben. Dann machen wir doch den Wasserfall einfach mal an. Jawohl. So, was haben wir damit jetzt in die Wege geleitet? Dass der Wasserstand jetzt höher ist. Moment, vielleicht können wir das aufstauen wieder. Okay. Wir haben einen Schritt auf jeden Fall schon mal erledigt. Hier fließt wieder Wasser. Sehr schön. Und das kommt irgendwo her, guckt mal. Das ist einfach hier bloß ein Becken. Und ich glaube nicht, dass es irgendeinen natürlichen Ursprung hat. Was geht hier ab? Ich glaube, hier kommt wieder eine Barriere, ne? Ja. Was auch immer hier ist. Ach, jetzt ist das hier zu. Ach, wir kommen gar nicht mehr runter. Heißt das vielleicht, dass wir zur Lösung des Problems dann erst das einstellen müssen und dann das Wasser aktivieren? Ich gucke erstmal hier. Natürlich zu. Und hier ist der Laser. Mit dem ich nichts machen kann. Okay. Können wir wieder runterfahren, auch ohne das Wasser? Ja. Aber wir werden nicht mehr hochfahren können. Aber ich glaube, wir werden einen anderen Weg finden, und zwar von hier drinnen. Da ist ja eine Tür, dass wir darüber wieder hoch können. Dann gehen wir mal der Sache nach. Mit dem Strom. Schnell durch. So, jetzt haben wir hier jedenfalls den Wasserfall. Ah, der sieht toll aus. Der sieht schon wirklich toll aus. Gucken wir mal kurz. Ach. Das ist clever. Das sind, letztendlich sagt das nur, wo die Türen nach unten gehen, damit das Wasser, das ist clever, dass das Wasser die Dinger zur Seite dreht. Wirklich clever. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich auf die andere Seite fahren können. Ja, können wir. Ich gucke aber erstmal hier nach.
ist das ein großer Schmetterling? Oder täuscht das? Es täuscht. Okay, gibt's zwei Wege. Hier wollte jemand angeln. Da hängen auch noch Klamotten. Da drüben wollte jemand malen. Aha. Okay. Mal kurz ein Foto gemacht hier. Hier kommen wir nach oben. Ach du Gott, das ist ja riesig. Ich hoffe, wir verlaufen uns hier nicht. Kommen wir hier? Ah, wir brauchen erst das hier. Dann wäre hier ein Weg als Abkürzung wahrscheinlich. Das sieht wirklich schön aus. Und ich bin wirklich gespannt, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe. What? Wie sich das Spiel entwickeln wird. Ich wollte erst sagen, hey cool, ein Karussell. Aha. Das ist wahrscheinlich der Antrieb dafür, ja? Kommt man hier irgendwo hoch? Hier ist auch Strom. Also wir müssen definitiv Strom anmachen. Hier ist kein Strom. Was ist das denn hier? Hier ist ein ganz dickes Kabel. Fuel Drain. Was ist da oben? Ah, okay. Ist empty. Okay. Wir haben... Wir haben keinen Sprit. Zumindest ist Energiequelle. Wir müssen... Das wird wahrscheinlich der Zulauf sein. Ich gucke erstmal noch nebenbei hier. Ja. Wir müssen... Hier... Was haben wir hier noch drin? Deko. Da. Ach, guck mal hier. Eine Tankstelle. Hier sind wirklich einzelne Fragmente einfach in diese Welt reingekommen. Guck mal, da sind Bojen... Da geht's irgendwo hin. Krass. So, wir werden mal pumpen. Da drin ist irgendwas. Keine Ahnung, wie lange ich... Reicht einmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt aufgetankt. Und da drin ist doch irgendwas. Irgendeine Maschine oder sowas. Hier geht's nicht auf. Hier auch nicht. Ist komplett eingekesselt hier, eingezäunt. Nun lass mal uns hier erstmal hier weitermachen. Ich glaube, wir haben jetzt hier aufgetankt, oder? Ah. Fuck. Wir müssen nochmal. Ich hatte, glaube ich, den Schalter auf der falschen Stellung. Wenn ich das richtig interpretiere, haben wir nämlich jetzt gerade gepumpt und das ist alles wieder irgendwo rausgeflossen. Cool, wa? Dann
tanken wir nochmal auf. Okay. Gehen wir das nochmal nach. Also das geht da lang und geht hier lang. Und kommt dann nämlich in eine Zuleitung hier. Und jetzt ist es voll, oder? Ja, da, die Nadel steht drüben. Jetzt. Nein. Ah. Verdammt. Ah. Wir müssen nochmal. Man darf diesen Hebel überhaupt nicht setzen, weil sonst... Oh Gott. Naja, müssen wir es doch mal... Lass... Pumpen! Pumpen! Immerhin gibt es hier Sprit. Das heißt ja, dass sie hier unten die ganzen Tanks mitgenommen haben, ne? Ach, ich hätte gar nicht drehen brauchen die ganze Zeit. Okay. Wieder was gelernt. So, nicht, dass wir es jetzt abgepumpt haben. Nein, es... Gut. Das heißt, wir schalten hier an. Und dann... Prime ist wahrscheinlich hier volllaufen lassen. Ja. Na? Ja! Ja! Wir haben Strom gemacht! Yes! Das ist der alte Diesel-Lok hier. Ich gucke mich bloß kurz um. Da ist... Ist da irgendwas? Oder ist es einfach nur mitgerissene Kulisse in den Berg reingepflanzt? Ist ein Durchgang. Was ist das? Was für ein Zweck erfüllt das Ding? So. Und rot heißt dann, es läuft Strom durch, oder? Was haben wir hier? Eine Abkürzung nach vorne wäre nicht schlecht. Auch hier geht es auch nochmal weiter. Hier gibt es eine Abkürzung, aber... Verdammt. Hier gibt es eine Abkürzung, die müssen wir rausfinden. Hier geht's noch wo lang? Kurz nochmal umgucken hier. Hier kommen wir von hinten an das Ding ran und hier ist wieder die Barriere, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Okay. Es ist so, wie er sagte in der letzten Folge, das ist wie eine Art Gefängnis, was hier ist, weil die Kuppel... ist erstmal augenscheinlich nicht durchdringbar. Dann gucken wir mal hier. Von hier können wir bloß schauen. Das hört auch einfach auf, geht aber weiter. Kann es vielleicht sein, dass es... ja, wie soll man es am besten ausdrücken? Dass es sehr wohl schon weitergeht, wir das aber eben halt nicht sehen, dass es da weitergeht, aufgrund der Barriere, weil das abfiltert. Und die andere Frage ist, sind diese roten Strippen Garant dafür, dass er zu Strom durchfließt? Oder ist es einfach nur, damit man besser sieht, was Sachlage ist? Ich weiß es nicht. Also sprich, dass die rote Strippe dort hinten hingeht. Okay, das läuft jetzt. Ansonsten... Warte mal. Nee... Nee, können wir nicht bewegen. Schade, schade. Ich dachte, das könnten wir vielleicht bewegen. So, jetzt müssen wir den Strom hinterherlaufen. Ah. Das ist jetzt der Verteilerplan. Bis auf die Stadt? Nee.
Ja, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass wir hier Strom... Ach so, Moment. Die rote Linie. Die Garage ist das da, ne? Die Rampe könnte hinhauen. Ist die rote Linie das, was darüber geht? Wisst ihr, was ich meine? Und das Grüne heißt doch, bis auf die Stadt ist doch alles andere an. Kann die rote Linie vielleicht sagen... Was ist denn da hinten eigentlich noch? Ich lasse mich mal schnell ablenken. Hier geht nämlich noch eine Brücke rüber. Erickson Next Left Ricksville. Ohne Hinweis keinen Sinn. Okay, aber wir kommen langsam ein Stück weiter, liebe Leute. Das heißt, wir werden jetzt schauen, was wir gegebenenfalls aus der Information mit der roten... Die geht darüber, aber wie kommen wir darüber? Vermutlich erstmal gar nicht. Wir werden einfach mal schauen, indem wir wieder ein Stück zurücklaufen dann in der nächsten Folge, ob alles bestromt ist, was wir so sehen können. Und wenn ja, das testen wir aber gleich hier nochmal aus. Jetzt leuchtet es auch hier. Aha. Lass mich mal kurz... Ach, hier oben. Ah. Hier oben geht es ja noch weiter. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht seid ihr ja wieder damit dabei. Ah, doch. Das ist der Einstieg oder sowas, ne? Vielleicht seid ihr dann wieder mit dabei, wenn wir herausfinden, was das hier ist. Und wo wir sind und warum. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.